Hallo Leute, heute mache ich Drumsticks. Nein, nicht diese. Sondern diese. Die habe ich in Buttermilch eingelegt, so ein bisschen vorher mariniert und habe sie einen Tag lang, nein, es waren zwei Tage lang im Kühlschrank aufbewahrt. Und zwar habe ich sie dann mal eben, sieht man das, mal ins Vakuum gezogen. Und ja, wie die jetzt weiterverarbeitet werden, seht ihr jetzt. Okay. Alle Drummer, bitte verzeiht mir. Ich kann das nicht so gut, weil ich spiele mehr diese Gitarre. Okay, also, los geht's. Und damit das von der Chronologie her passt, hier mal eben das, was ich vor zwei Tagen gemacht habe. Die Zutaten sind 5 Drumsticks, 1 Liter Buttermilch, etwas Chilisalz, Pfeffer, Knoblauch und Paprika. Damit werden die Drumsticks in der Buttermilch für eine Nacht eingelegt. Und zuerst bereite ich den, ja, wenn man so will, Rub vor mit dem Chilisalz, mit dem Paprika. Das sind so, ja, roundabout jeweils 1 Esslöffel. Beim Knoblauchsalz sind es vielleicht 1 Teelöffel. Jetzt kommen die frisch abgespülten Drumsticks hier rein. Und jetzt werden sie in Buttermilch eingelegt. Vorher etwas so. Jetzt kommt hier die Buttermilch drüber. Jetzt kommt hier der Deckel drauf. Und dann kommt das in den Kühlschrank für 24 Stunden respektive, nein, nicht ganz, sondern bis morgen Mittag. So, nun geht es weiter. Ich schneide hier meinen Vakuumbeutel mal auf. Und wie man sieht, habe ich die Unterschenkel nicht unbedingt direkt reingegeben in den Beutel, sondern habe da noch einen kleinen Plastikbeutel drumherum gelegt. Aus dem einfachen Grunde, dass mir das nicht die Flüssigkeit so sehr in die Naht zieht. Man sieht hier, da ist reichlich Flüssigkeit, nämlich die Buttermilch. So, jetzt werden die, ja, die heißen wirklich Hähnchenunterkeulen. Und die tupfe ich jetzt mal trocken. Die Panierstraße ist aufgebaut mit Mehl. 550er. Jetzt gebe ich hier in die mittlere Schüssel 2 Eier. Die werden verquirlt. Und in der rechten Schale ist, ja, in dem Falle mal ganz normales Paniermehl. Ich weiß nicht, irgendwie mit dem Panko bei diesen Hähnchenunterschenkeln. Ja, ich mache das lieber mit normalem. Ja, ganz kurz zum Öl. Ich frittiere das in Rapsöl. Und dieses Rapsöl ist schon mal verwendet. Ich habe es dann durch einen Kaffeefilter gegossen und das ist jetzt das zweite Mal.
Und ja, wir werden sehen, ob es noch wieder zum dritten Mal reicht oder ob ich es dann entsorge. So, jetzt kommen die Teile zuerst ins Mehl. Werden da schön gewendet. Und dann ins Ei. Ich mache das immer so, dass ich ja versuche, mir die Finger einigermaßen sauber zu halten und parke dann das Melierte erstmal im Ei, bevor ich es dann in die Semmelbrösel gebe. So, die im Ei bereits liegenden Schenkel werden jetzt mal gewendet. Kommen in das Paniermehl. Ich mache es auch nur einfach. Man kann das auch doppelt panieren. Aber ich möchte jetzt nicht so viel Kruste haben. Ja, wofür ist das gut? Wir haben jetzt, oder es steht an, die Europameisterschaft im Fußball und ja, wenn man da so ein paar Gäste hat und die bekommen dann das kleine Hüngerchen, dann kann man so etwas natürlich gerne servieren. Wobei ich das jetzt hier, die 5 Stück, die mache ich nur für mich. Klar. So, und jetzt kommen die ersten 3 hier rein. Immer schön vorsichtig und weg vom Körper. So, da bleiben die Kameraden jetzt drin, bis sie goldgelb sind. Sie werden dann auch durch sein. So, dann werden sie auch mal gewendet. Mal versuchen, hier am Knochen zu erwischen, damit die Panade nicht abbricht. Aber wie man sieht, das dauert noch etwas. Ja, noch etwas kurz zur Öltemperatur. Wer das in der Fritteuse macht, der ist natürlich klar im Vorteil. Der stellt sich die Fritteuse auf 160 Grad ein, lässt die Dinger versinken und muss da nicht ständig wenden. Bleibt mir nichts weiter übrig. Aber das ist eine Alternative und ich finde die gut. Ich schaffe mir deswegen nicht extra eine Fritteuse an und mache das ja schon seit geraumer Zeit so. Jeder, der meine Videos bisher gesehen hat zum Frittieren, der weiß, die Ergebnisse sind eigentlich gleich. So, nach 12 Minuten sieht das Ganze jetzt so aus. Der ist hier vielleicht noch ein wenig zu blass, aber das sollte es jetzt sein. Und jetzt kommen sie aufs Crepe, damit sie abtropfen. So sehen die Sticks jetzt fertig aus. Und ich werde natürlich auch gleich einen anschneiden, damit ihr seht, wie die von innen aussehen oder wie einer von innen aussieht. Und es gibt nichts dazu, nein. Es ist einfach nur ein Snack. Es ist einfach nur, man will etwas knabbern und das soll es gewesen sein. Wem das Video gefallen hat, der gebe mir einen Daumen nach oben. Und wer noch kein Abo hat, der lasse es da, bitte. Und
Ja, bis zum nächsten Mal. So, hier der berühmte Anschnitt. Also, man hört schon, es krustet. Und, sehen wir es. Das Fleisch ist zart, durch und die Buttermilch mit der Marinade hat ihren Zweck erfüllt. Schmeckt ja Hammer.